wenn ich sowas bewerte, dann denke ich ja so an, wenn ich jetzt Sex mit der Person haben müsste, würde ich das genießen. Popschutz. Gibt's auch einen Rockschutz und einen Schlagerschutz, wenn es einen Popschutz gibt? Man sollte mich auf jeden Fall davor schützen, dass Röcke oben über den Bauchnabel getragen werden. Oh, das ist ja ein Reizwort. Also, weil ich finde das sehr schön, wenn Menschen jeglichen Geschlechts Röcke tragen, High Waist. Finde ich cool. Oh, Tino, du gehst jetzt bitte. Ich habe das Privileg, dich aus der Wohnung zu werfen. Endlich wieder. Eine Special-Sendung heute. Ja, es ist ja lange her, dass wir uns persönlich so nah waren. Wir haben uns mal draußen getroffen, so auf Abstand, so du beim Skaten, auf die Nase gefallen. Ich habe dich ausgelacht. Aber so in deiner Wohnung, das ist lange her, bestimmt ein halbes Jahr oder so. Ja, wir haben auch mindestens 3,5 Meter Sicherheitsabstand hier auf diesem Sofa. Ungefähr. 1, 2, 3. Ja, kommt hin. Wie gesagt, du solltest aufpassen, was du hier sagst. Wenn du High-Waist-Röcke so sehr lobst, dann muss ich sagen, hey, Tino, hast du Frauen, dass du deren Bauchnabel nicht sehen möchtest? Nein, ich akzeptiere es, dass Frauen hässliche Bauchnäbel haben und diese verstecken wollen. Alle Frauen haben hässliche Prinzipiell Bauchnäbel. Prinzipiell alle. Aha, das habe ich jetzt so rausgehört. Tino. Aber auch alle Männer. Wer sind wir denn eigentlich? Ich habe gehört, dass wir einen Podcast haben. Wir sind nicht durcheinandergewirbeltes Hackfleisch. Nein. Wir sind auch nicht sanft und flauschig. Nein. Und wir sind vor allem nicht dumm. Wie heißt die Bärenschwestern? Nein. Wir sind. Ich kenne diese Podcasts alle nicht, die du da aufzählst. Bärenschwestern. Ja, Lästerschwestern. Es waren Andeutungen auf real existierende Podcasts. Ah, okay. Okay. Nein, wir sind Endstation, halt Brennpunkt. Internet. Ja, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, liebe Leute. Na, was geht? Endlich wieder hier vereint. Oh, endlich kann ich die nur wieder unsanft berühren und sexuell angehen, wenn er hier falsche Aussagen über Röcke macht. Das ist so geil. Endlich kein Discord mehr. Mal gucken. Nächste Woche gehen die Zahlen bestimmt wieder hoch auf. Aktuell auch 150. Schon. Also überhaupt nicht. Hier sind die Zahlen in Weimarsen gerade fallend. Das war ja eh so ein Ding irgendwie. Hey, wir müssen auf jeden Fall unter die 35 kommen. Ja. Naja gut, wir schaffen es nicht. Wir müssen auf jeden Fall unter 100 bleiben. Ja. Also was ist denn da los? Sich einfach neue Ziele stecken, wenn man die alten nicht erreicht hat. Das finde ich voll gut, gerade in der Politik und gerade auch in der Pandemie. Hauptsache Ziele erreichen, egal wie. Das ist mein Motto. Du bist der Robin Nostradamus. Ja, danke. Du bist der Tinko Anmacher. So ist es. Weil du nämlich, pass auf, ich habe gestern gelernt, MCM sagt, er wurde früher immer Muschi, also MC Muschi heißt er wurde er genannt, weil er so gut mit Frauen umgehen kann. Ach. Das hat er gestern im Stream erzählt, von daher. Ich habe mir erzählen lassen, dass er einen Sex-Livestream gemacht hat, wo er die Anatomie der Frauen aufgedröselt hat und seine Erfahrungen mit Frauen. Hätte ich gerne gehört, ich habe es mir erzählen lassen gestern von jemandem, der mich besucht hat. Ich hätte es gerne persönlich gehört. Ja, er wurde leider für 7 Tage gebannt, weil er eine Sexspielzeug eine relativ detaillierte Taschenmuschi in die Kamera gezeigt hat. Ah, für Trucker, ne? Die gibt es immer in diesen komischen Automaten auf Toiletten. Genau. Habe ich gehört. Apropos Taschenmuschi für Trucker. Jules hat heute Geburtstag. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, liebste Jules, ich hoffe, diese super geile Überleitung kannst du mir verzeihen. Jules ist ganz, ganz toll. Die ist ja eine begnadete Podcast-Hörerin. Und auch begnadet. Keiner hört so gut Podcasts wie sie. Ist so, weil sie weiß richtig zu schätzen, was wir für geile Überleitungen haben. Ich weiß auch richtig zu schätzen, was gleich für ein Szenario eintreten wird. Dion hat hier nämlich so eine kleine Atombombe vor die Tür platziert. Namentlich einen Müllsack, der sehr laut knistert. Und jetzt will die charmante Mitbewohnerin Julka diese Tür verwenden. Was wird passieren? Es wird knallen. Alles super. Wir sind ja der professionelle Podcast Brennpunkt Internet. Und wir freuen uns, endlich wieder hier gegenüber sitzen zu können. In Perso. Zumindest erstmal kurz. Mal gucken, wie das in der Zukunft aussieht. Aber es der Sommer kommt. Der Sommer muss kommen, Alter. Ja, aber alle reden von der dritten Welle und so weiter, trotz des Sommers. Das ist wegen der ganzen Mutationen, die es gibt.
Ich, Robin, ich bin fein raus, ja. Mhm. Ich werde nämlich geimpft. Ja, reib's nur noch ein. Aber, es gibt ein großes Aber, es ist dieser AstraZeneca-Impfstoff. Ich finde den auch furchtbar seriös so. Mhm. Also ich denke auch, dass er gut ist. Aber mich warnen jetzt viele Bekannte, sag lieber ab, warte auf den anderen Impfstoff, den es da gibt, bis er wieder verfügbar ist. Weil es gab wohl jetzt vereinzelt, ich habe es mir aufgeschrieben, mit 0,006% der Fälle, genau, gab es wohl Gerinnungsstörungen. Und es gab wohl auch mindestens, also es gab ein oder zwei tote Menschen nach der Impfung, aber man weiß nicht, ob es durch die Impfung noch passiert ist. Also mittlerweile weiß man das. Ich habe vorhin nochmal recherchiert. Ich habe ja hier irgendwo in der Oase oder so wurde das diskutiert und ich habe da direkt mal, das war eine Website, Alter, der Wahnsinn, das heißt irgendwie Bote der Urschweiz oder irgendwie sowas. Klingt seriös. Hallo. Das ist eine seriöse Publikation. Nee, also das Ding ist, dass die in unterschiedlichen Abständen gestorben sind, dass die alle über 85 waren und dass jetzt eigentlich klar ist, dass das nicht direkt mit dem Impfstoff zusammenhängt. Auch muss man dazu sagen, wenn die Sterblichkeit bei, weiß ich gar nicht, bei was ist denn das gerade, 0,5% oder so? Bei Covid. Ach so, das weiß ich nicht genau. So, dann ist das halt trotzdem ein bisschen höher als 0,006. Genau. Und auch die Nebenwirkungen an die Babypille sind viel größer als die von dem Impfstoff. Ja. Deswegen sind die Relationen gar nicht gegeben, irgendwie sich Sorgen zu machen. Und ich vertraue drauf und ich werde euch in 4 Wochen berichten. Nee, ich bekomme die erste in 2 Wochen und dann bekomme ich die nächste in 8 Wochen oder so. Dann muss so ein Zeitsprung dazwischen sein. Mhm. Bin gespannt jedenfalls darauf. Aber es gibt einzelne Länder, wie jetzt Norwegen, glaube ich, und noch ein paar andere, die Impfung aussetzen mit dem Impfstoff. Mhm. Es ist noch eine Minderheit. Also alle anderen Staaten impfen weiter damit, auch Deutschland. Aber es gab jetzt einzelne Länder, die gesagt haben, wir warten erstmal ab und stoppen die Impfung damit. Hm. Das nur dazu. Es heißt nicht, dass ich jetzt kein Corona bekommen kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann wesentlich geringer, 70% dass ein schwerer Verlauf kommt und noch geringer, dass ich daran sterben werde. Geil. Da ich eh jung bin, ja, also unter 30 bin, und keine Vorerkrankung habe, keine schlimmen, habe ich also beste Chancen durchzukommen. Ich klopfe auf Holz. Wenn ich an Corona sterben sollte, diesen Ausschnitt nicht bitte nehmen oder von der Beerdigung spielen und dann müssen alle weinen. Wo wir gerade von jung unter 30 und keine schwere Krankheit haben reden. Jules hat heute Geburtstag. Ach so. Alles Gute, Jules. Das freut mich doch sehr. Lass dich feiern, beziehungsweise gestern halt, ne? Muss man halt nochmal sagen. Stimmt, also gestern, alles Gute nachträglich. Sorry jetzt nochmal. Auch von mir, Jules. Danke fürs Hören. Tschüss. Da geht noch eine Jules. Ja. Die hat auch bald Geburtstag, die Jules. Ja. Da freuen wir uns alle. Da kriegst du auch schöne Überleitungen im Podcast. Tschüss. Auch von mir, liebe Jules. Happy Birthday und so. Ja, wo wir gerade von Corona sprachen. Das große Thema der Woche war ein verdammter Krankenwagen. Ja. Es ist für mich der virale Anti-Hitler der Woche. Es gab einen Clip, in welchem Corona-Leugner auf einer Straße stehen und so demonstrieren gegen die Maßnahmen und ein Rettungswagen fährt vorbei und da hörst du so aus dem Lautsprecher, ihr spinnt doch. Und die Corona-Leugner gucken ganz bedeppert in die Kamera, was hat er gerade gesagt? Es ist halt geil, dass sie es nochmal wiederholt. Der ist vorbeigefahren, sie sagt ja genau das nochmal, was passiert ist. Voll schockiert, ja. Der ist vorbeigefahren, hat gesagt, ihr seid doch alles Spinner. Ja. Ja, und ich muss sagen, das fand ich eigentlich ganz witzig, so. Ja, zunächst. Aber es gab ja dann irgendwie Meldungen, dass es Folgen geben könnte für diesen Rettungsfahrer. Ja, Disziplinargespräch mit offenem Ausgang war die Formulierung, die ich da gefunden habe. Also das Ding ist, dass es dann hinterher hieß, wir müssen uns jetzt dafür entschuldigen, denn wir sind für Neutralität oder in unserem Credo, was auch immer, steht halt Neutralität und da... Klar, ne, früher oder später kommt ein Hitler-Vergleich, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommt, ja. Ich Hitler. Werde keine Partei jetzt nennen. Es kommt irgendeine Partei mal angenommen an die Macht. Irgendeine alternative Partei. So. Irgendeine Partei, die dann auf einmal doch so ein viertes Reich aufbauen möchte. Mhm. Ja. Ein dreieinhalbtes. Ein dreieinhalbstes Reich aufbauen möchte. So. Das tausendtägige Reich. So, so ein Reichchen. Ja. So ein kleines Reichchen. Und dann sagen die, hey, wir machen jetzt mal hier alle am Straßenrand ein... Nö.
Höke-Gruß. Nur mal jetzt Höke, ja. Höke, ja. Ja. Nur jetzt mal so angenommen, rein theoretisch. Dass man in die Hocke geht und dann genau. hochspringt und sagt: In die Hocke-Gruß, genau. Heil Höke, heil Höke. Genau. Ja. So, nur mal angenommen. Und dann würde so eine Instanz sich verpflichten, neutral zu sein, ja. Mhm. Und zu sagen: Ey, mach doch, was ihr wollt, so. Daumen hoch, uns interessiert's nicht, so. Dann fände ich das ein bisschen kritisch. Dann wäre es auch wieder schade, ne? Im Nachhinein, wenn das dreieinhalbte Reich dann wieder fallen würde, mhm. dann würden alle wieder sagen, ja, guck mal, hier die Rettungsleute haben da mitgemacht. So. Ja, so. Und das ist nämlich so, Stillschweigen ist ja eigentlich Silent Approval. Ja. Ne? Also wenn jemand vor dir sagt, ey, ich hasse Leute mit grünen Haaren. Ja, geht und schnell. Du sagst dazu nichts, dann ist das ja quasi, du widersprichst der Sache nicht so. Ja, weil Schweigen immer den Tätern hilft. Ja. Muss man so sagen. Die andere Seite der Medaille ist natürlich jetzt, wenn auf diesem Dings jetzt jemand einen Höke-Gruß macht in der jetzigen Zeit, ja, und der Krankenwagen durchsagt, macht weiter, geile Leute, dann ist es wieder nicht so geil, ne? Richtig, richtig. So, deswegen ist es ein schwieriges Thema, aber wir wissen ja alle, dass wir beide immer auf der richtigen Seite der Geschehnisse sowieso sind. Sowieso immer, prinzipiell. Und deswegen wollen wir einfach nur im Grunde, dass Feuerwehr, Krankenwagen, Johanniter, wie sie alle heißen, dass die einfach so handeln, wie wir handeln würden. Genau. Das wäre fair. Und noch, um das zum Schluss zu bringen, es gab keine Konsequenzen für den Mitarbeiter. Es gab nur dieses Gespräch und keine Maßnahmen. Mhm. Es wird wohl als Meinungsfreiheit irgendwie gegolten, weil das war in der Pause von dem oder so. Keine Ahnung, ich habe es nicht sind ganz die, verfolgt. In der Pause? Die sind doch da mit Alarm lang gefahren. Es hieß in irgendeinem Kommentar, was... Ich möchte das auch in meiner Mittagspause machen. Es gab in irgendeinem Kommentar, gab es eine Meldung, wo einer geschrieben hat, was viele nicht wissen, der hatte gerade Pause zu dem Zeitpunkt. Aber ich dachte auch, dass der... Blaulicht hatte oder so, aber vielleicht keine wechseln Ahnung. Die sich so ab, weißt du, die fahren mit Blaulicht so, aber ach, es muss ja nur einer fahren. Ja. Und währenddessen hat der andere ja nichts zu tun und da schieben die einfach clever organisiert die Pause ein. Das ist gut. Der pafft gerade eine, weißt du, und der andere fährt seinen Notfall in Ruhe. Mhm. Und in dieser Pause hat er sich halt gesagt, hey, mach ich jetzt mal ein Statement. Und für die Meme-Freunde, es gibt auf YouTube auch ein paar Remixes davon. Echt? Ja. Und du hast gesagt, es gab keine Konsequenzen, aber es gab Konsequenzen. Dieser Mann wurde nämlich ähnlich gefeiert wie der Sophie-Scholl-Typ da. Denn das Hashtag ihr seid doch Spinner ja. ist sehr viral gegangen auf Twitter. Das war das Hashtag der Woche. Geil. Und viele Leute haben diesen Mann gehuldigt. Und passend zu dem Thema, weil du gerade sagst, die Polizei soll so handeln wie wir. Hm. Die große oder größte Polizeigesellschaft und Gewerkschaft, die GDP, hat eine Unvereinbarkeitspositionspapier-Dings rausgebracht. Das Wort brauche ich nochmal, was? Ein Unvereinbarkeitspositionspapier-Dings mit der AfD, und, also gegen die AfD, und haben reingeschrieben, die AfD ist eine rassistische, nationalistische, menschenverachtende und demokratiefeindliche Partei und Mitglieder der AfD sind bei uns nicht willkommen. Na, das ist aber nicht sehr neutral jetzt. Nee, müssen sie auch nicht sein. Es ist ja auch eine Gewerkschaft, die müssen ja auch irgendwie... eine Meinung haben und müssen ihre Agenda durchsetzen, das ist ja immer so. Und da ja Gewerkschaften traditionell für die kleinen Männer sind und die kleinen Frauen und die kleinen alles, die kleinen Menschen sind, ja. setzen sich halt für die ein, die halt nicht so stark sind und verurteilen halt die großen... Die Zwerge. Die großen, genau, die Zwerge. Und verachten halt die großen Bosse, die Geld verdienen und böse sind. Deswegen haben sie jetzt auch gesagt, halt, stopp, die AfD ist irgendwie auch ein bisschen böse und sind auch eher groß und wollen die Reichen fördern. Deswegen fordern wir jetzt, dass die AfD für alle doof ist. Ach so. Darf man Zwerge eigentlich noch sagen? Ist mir gerade aufgefallen, Tino. Du bist doch so ein Zwerg. Zwerg. Du bist doch hier im Zwerg-Innen-Game drin. So. Also, wie heißen die denn jetzt? Kleinwüchsige oder Hobbits? Oder wie darf man die denn nennen? Wachstumsbedürftige. Wachstumsbedürftige, okay. Wo wir gerade von Wachstumsbedürftigen sprechen. Jules hat heute Geburtstag, beziehungsweise gestern. Alles Gute, Jules. Wenn auch ihr Jules gratulieren wollt, dann schreibt einen Kommentar bei YouTube und schreibt einfach mal rein, alles Gute. Ja. Oder Latexnutzstück. Ja. Als Hashtag. Das hat jetzt nichts mit Jules zu tun? Nein. Gut. Muss auch nicht. Oder? Was nichts mit Jules zu tun hat, ist, wir müssen uns von vielen verabschieden diese Woche. Es war eine Woche des Abschieds. Sind das jetzt die Corona-Gespritzten hier? Die Impfleute? Also die ein, zwei schon, die durch AstraZeneca auf Wiedersehen, war schön mit euch. Genau, aber nicht nur die, auch
Dieter Bohlen ja. verlässt DSDS. Und das ist doch mal eine, nach 20 Jahren, und wir zwei sind ja die Urgesteine. Fans der ersten Generation, ja. Alter, ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber ich hatte sein scheiß Buch als Hörspiel. Hörspiel auch noch? Ja, er hat das selber vorgelesen. Ich glaube, er hat es nicht selber geschrieben. Er hat auf jeden Fall einen Ghostwriter gehabt, so. Ja. Und also ich habe das mir nicht gekauft oder so. Das hatte irgendwie ein Freund von irgendwie meinen Eltern oder so, hatte das. Und weil meine Mutter das irgendwie interessiert hat in der ersten Staffel DSDS 2003, habe ich das dann irgendwann bekommen. Ich habe das bestimmt 5-mal gehört. Also, nicht randalieren vor Aas jetzt auf Dieter Bohlen. Scheiße. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm. Oh, aus heutiger Sicht, Alter, was ist das eigentlich für eine belanglose Scheiße? Der hat eigentlich... Der hat so viel Geld und Zeug gehabt, aber der hatte irgendwie nicht so das Rockstar-Leben. Also die Peaks, die mir hängen geblieben sind, ist, dass er sich einen Penis gebrochen hat beim Sex. Und dann hat er der Bildzeitung gesagt, das wäre beim aufs Klo gehen passiert, dass ihm der Deckel auf den Schwanz gefallen ist. Ja, aber es gibt auch einen Film über ihn, so einen Zeichentrickfilm. Ja, Dieter, der Film. Den ich sehr spannend fand und auch das Soundtrack war richtig geil. Oh, give me gasoline, I'm in the movie scene. Ja, weiß nicht. Doch, ein bisschen Rockstar war er ja schon. Ich meine, er ist Multimillionär. Er hatte 20 Ehefrauen gefühlt, hat davon von denen 30 Kinder. Estefania und Nadel. Verona Poth. Verona. Feldbusch. Die neue so. Jetzt. Ja, Nadel. Nadel, Alter, ist das nicht Nadel? Nee, das ist Nadja Verona. Nee, nicht Nadel, es ist Verona. Es gibt so eine neue Werbung, die kriege ich jetzt andauernd auch vor Behinds neuem Video. Oh. Ja, das hat richtig gut gepasst. Behind, alle in den Kommentaren. Oh, Behind, das steht für mich immer für Qualität. Deswegen ist das gar nicht schlimm, wenn du ganz selten Videos kommst, wie bei Nostarafa TV. Mhm. Und davor kommt aber dann diese Verona Pot, die irgendwie sagt, oder nee, die heißt ja jetzt auch wieder anders, oder? Ach, was weiß ich, ist mir auch scheißegal, Alter. Die dann irgendwie Werbung für irgendeinen so Farming-Simulator-Scheiß-App macht. Ganz unangenehm. Ja, Dieter Bohlen. Genau, der ist jetzt aus DSDS raus und es war nicht einvernehmlich. Er ist rausgeworfen worden, theoretisch. Ja. Der Robin muss mal gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Es war ein Rauswurf sozusagen, denn jedes Jahr wurden die Verträge verlängert von den Juroren, auch von Bohlen. Das war irgendwie immer klar. Es war als Usus so, dass man das macht. Aber dieses Jahr gab es keine Vertragsverlängerung. Das fand Bohlen ganz schlimm, hat es noch nicht kommentiert, aber hat nur aus seinem Insta-Profil sämtliche Verweise auf RTL und Supertalent rausgenommen und Oha. DSDS. Und, da ist jemand salty. Ein bisschen wahrscheinlich. Und nach 20 Jahren wird jetzt DSDS und auch Supertalent umstrukturiert. Und ich muss sagen, es ist mir scheißegal. Und ja. zwar richtig. Ich habe den auch ewig nicht verfolgt, aber gut, egal kann ich nicht sagen. Ich finde es eigentlich gut. Weil ganz ehrlich... Du guckst so in die verschiedenen Länder, weißt du, was die Leute so für Prominenz haben. Und dann guckst du nach Deutschland. Und das ist irgendwie, man muss es sagen, so nach Stefan Raab, vielleicht Günther Jauch, Thomas Gottschalk so, ist Dieter Bohlen halt irgendwie schon so in den Top 5 in Deutschland. Und das ist schon muss echt, man sagen, ja. echt bitter, muss ich sagen. Also, es gibt ja auch von den Ärzten so einen Song, wo Farin singt, das meistgelesene Buch von Deutschland ist, nee, aus Deutschland ist von Dieter Bohlen. Da war Bohlen Bestseller. Das war wohl auch so 2003 ja. vielleicht, keine Ahnung. Und ja, er ist, weiß ich nicht, er wirkt immer so harmlos, aber ist er eigentlich gar nicht. Also der hat ja auch viele ausgebeutet und, also sagt man sich zumindest, und hat ein falsches Spiel gespielt. Ich erinnere an Blue System, ja, unsere Lieblingsband, unsere gemeinsame, ja. wo er die Refrains gar nicht gesungen hat selber, aber immer die Lippen bewegt hat dazu, weißt du, dass er halt seine Fans immer schon verarscht hat. Unangenehm. Auch bei Live-Konzerten nie live singt. Wenn er durch Russland tourt und dann die größten Blue System und Modern Talking Songs performt, das ist immer Playback. Aber er kommt damit durch, ja. Er ist ja nicht umsonst Multimillionär geworden. Also irgendwie konnte er es immer schaffen, die Menschen irgendwie in seinen Bann zu ziehen. Hast du den mal verfolgt in seinem Instagram-Feed? Was ja, willkommen so zu Dieters Tagesschau. Das ist ganz unangenehm. Ja, also das ist cringy. Das ist, ja, von mir aus soll es cringy sein. Das ist nicht mein Problem. Aber also... Alleine diese Diskrepanz zu seiner Persona bei DSDS, da ist er ja immer der Assi, der dann immer sagt, ja, sprich wie Comic, wenn man hinten drauf trägt und dann so coole Sprüche. Mhm. Und dann ist ja aber das absolute Gegenteil auf Instagram, das ist ganz unangenehm. Und deswegen, Alter, wir haben halt nichts zu bieten in Deutschland. Er trennt halt Amt und Also ganz und oben meine ich jetzt. Bitte was? Er trennt halt Amt und Privatleben. Er ist halt der liebe Dieter von nebenan,
eigentlich, aber muss halt als DSDS-Juror auch Strenge zeigen. Das ist doch völlig in Ordnung. Auch Angela Merkel ist auch privat anders, als sie es immer im Bundestag. Ob die dann auch so, hallo bei Angies Tagesshow, wuhu. Das wäre witzig. Ja. Willkommen zu Angies Tagesshow. 67 ist der Mann jetzt. Carina Walz ist übrigens seine aktuelle. Die Carina seit 2006. Carina, stimmt. Oh, ja. Ich wollte gucken, wie alt die ist. Sieht man gar nicht jetzt hier. Hat es kein tut Wiki. Mir jetzt wenig leid für Dieter Bohlen, weil er ist ja trotzdem jetzt immer noch reich wie Sau. Wobei er immer noch so komische Werbedeals hat, ne? Mit irgendwelchen Casino-Spielen oder Handyspielen. Oder auch, was waren das noch? Roller oder Hokuburg, hat irgendwelche ganz komischen Werbedeals immer gemacht, was ich nicht verstanden habe. Hm. Der ist doch Multimillionär durch seine Songs geworden, dachte ich. Ja, das ist halt, weißt du, wenn du das auf den Schreibtisch reinfliegst, dann machst du halt, ja, mache ich so. Da denkst du nicht drüber nach, ob ich jetzt hier 10.000 verdiene oder 15.000 an einem Tag. Oder auch Thomas Gottschalk, der Werbung macht für Hörgeräte. Thomas Gottschalk ist auch so eine Nulpe, Alter. Ich konnte das nie verstehen, dass Thomas Gottschalk, Alter, ja, der kann halbwegs moderieren so, aber darüber hinaus, man, oh. Er ist mega unsympathisch, ich mag ihn auch nicht gerne. Ich habe auch sein Buch, also nicht gelesen, aber angelesen, wo er auch schrieb, dass er ein Problem hat irgendwie, wenn Männer sich küssen und dass er von der alten Schule ist, aber er weiß... Aber er sagt es, wie es ist. Er hat das Problem. Genau, richtig. Hat auch gesagt, er meinte auch, es ist sein Problem. Und er weiß im Kopf, dass es eigentlich was Schönes ist, wenn Männer sich lieben und Frauen und so, aber es ist für ihn persönlich noch ein Problem, sodass er das komisch findet. Apropos Männer, die Frauen lieben. Jules hat heute Geburtstag. Ah. Ja. Es ist Jules ein Mann, der Frauen liebt, ja. Nein, aber alle Männer lieben Jules. Achso, das stimmt. Und Frauen auch. Ja. Das war's doch nicht. Es gibt noch einen Abschied. Ja, bitte, verpisst euch alle aus Deutschland. Ja. Also, nicht die jetzt irgendwelche Leute sagen würden, sondern diese komischen Entertainer, die wir hier angeblich haben. Wir haben ein paar gute Leute, ja. Fällt mir gerade nicht ein. Volker Pissboss, der ist auch im Ruhestand. Stimmt, toll. Hagen Räther zum Beispiel, coole Leute. Nee, gegangen ist noch Yogi Löw. Ach ja, der Yogi. Und Angie geht auch. Was Angie wird denn das? Was wird aus Jahr Deutschland? Abschiede. Was wird das? Trump ist gegangen, also die Welt geht unter. Ja. Und ja, also ich muss sagen, Jogi Löw juckt mich nicht. Ich bin kein Fußballfan. Aber Jogi Löws Eier jucken. Die jucken. Da gab es nämlich so Fotos und Videos, wie er irgendwie sich in der Hose kratzt und dann dran riecht. Ja. Das war so das, was ich mitbekommen habe von Jogi Löw, das war's. Ja. Wäre ein viraler Hitler gewesen vielleicht. Ja. Aber da gab es noch keinen Podcast von uns. Gar keinen Podcast gab es da. Oh ey, was wird denn nur aus Deutschland, wenn diese ganzen Legenden gehen? Jogi Löw, 61. Wo geht er denn hin? Wer ist der Nächste? Frage ich dich. Wer ist der Nächste? Wer wird noch gehen? Weiß ich nicht. Bastian Schweinsteiger. 36 ist er jetzt erst. Ich dachte, Weil Matthias Schweighöfer ist 40 geworden. Das sieht doch immer noch aus wie Ende 20. Scheiße. Ich dachte mir so, wer war denn das? War das der Ballack, der so lange im Dienst war? Das macht ja immer Mut, weißt du? Wenn die so Hochleistungssportler sind, bis sie irgendwie 38 sind. Na, ganz so lange war er nicht aktiv, oder? Ballack? Ich weiß nicht, wie alt ist denn der jetzt? Jetzt ist er 44. Das ist schon sehr alt für einen Fußballer. Ich weiß halt, dass ich schon einige Jahre bei der WM und beim Public Viewing schreie, holt den Ballack rein. So, holt den Ballack von der Ersatzbank. Obwohl ich halt überhaupt keine Ahnung habe, ne? Ich auch nicht. Simone Mäcki Ballack. Müssen wir auch gar nicht haben, weil ja auch die WM in Katar womöglich boykottiert wird. Ist auch noch eine große Meldung. Dass immer mehr Vereine und auch Firmen die WM boykottieren wollen aufgrund der vielen Toten, was du mir erst erzählen musstest, ja. 6.500 Tote gab es beim Aufbau in Katar der Stadien und so weiter. Das ist schon ziemlich heftig. Das ist eine große Zahl an toten Sklaven, muss man ja sagen. Und deswegen gibt es unter anderem die Rasenfirma, die den Rasen herstellen soll für die WM. Hat abgesagt, dass sie die Rasen nicht machen wollen. Was fällt denen ein, Alter? Die leben im Kapitalismus und nehmen diesen Job nicht an, der ihnen da auf dem Silbertablett serviert wird. Sind die völlig bescheuert? Die werden gerade voll gefeiert dafür, dass sie das nicht machen. Aber eigentlich hat das auch noch wirtschaftliche Gründe, weil so einen Rasen nach Katar zu exportieren ist auch nicht ganz ungünstig. Und vor allem lebt der wahrscheinlich dann auch nur 2 Tage. Möglich, ja. Ja. Deswegen, ja, Boykott der WM. Ich boykottiere alle 4 Jahre die WM. Aus Prinzip.
Apropos alle 4 Jahre boykottieren. Jules hat Geburtstag. Oh. In den nächsten 3 Jahren kriegst du keine Gratulation von uns. Weil das wird dann wahrscheinlich nicht zufällig hier auf die Aufnahmedaten drauf fallen. Wissen wir ja gar nicht. Apropos attraktive junge Frau. Es gab einen ganz großen Shitstorm, weil Lola Bunny, ich weiß gar nicht, ob die auch in Deutsch auch so heißt, überlege ich gerade, aber die wurde jetzt entsexualisiert. Ihre Brüste wurden weggegeben an die Obdachlosenhilfe, keine Ahnung. Weil Frauen keine Brüste haben dürfen. Genau. Zeichentrick. Naja, also, das ist halt so eine Sache. Eigentlich ist es mir wieder egal so, aber es ist A, fürs Thema, fürs Internet ein Thema gewesen und B, ich kenne mich halt aus, weil das habe ich in der Kindheit viel geguckt. Space Jam kennst du nicht? Ja klar, Space Jam war mein Lieblingsfilm als Kind. Mit Michael Jordan, Jordan, Bugs Bunny und so und Daffy Duck, geiler Film. Gibt's auf Netflix, glaube ich, zu sehen. Ja, interessanterweise ist der Film irgendwie nur 70 Minuten lang. Das ist übelst kurz. Das ist kurz, ja. Ja. Kam mir als Kind länger vor. So, und da muss ich nämlich jetzt sagen, ich weiß natürlich nicht, wie vielleicht der Charakter sich geändert hat oder wie der Charakter vorher in der Serie oder so war, weil das ist ja nicht neu für den Film gemacht worden. Aber innerhalb des Filmes hat dieses Sexualisierte ja zu ihrem Charakter gepasst. Ja. So. Und von daher finde ich das halt irgendwie nicht schlimm. Nee, ich auch nicht. Ich habe mal eine Talkshow gesehen mit Alice Schwarzer und Verona Poth. Damals auf Feldbusch, glaube ich. Und die sind ja völlig konträr. Ja, die Alice Schwarzer ist ja so eine richtige maskuline Frau mit so ganz langen Röcken, wenn überhaupt, oder nur Hosen und sehr, also eine ältere Frau, die halt nicht sehr weiblich wirkt, also feminin wirkt. Mhm. Und Verona Feldbusch, die halt mit High Heels da sitzt, Minirock und dick Schminke und so einer Frisur, die viele schicke Frauen tragen zu der Zeit. Und die hatten auch dann so ein Beef miteinander. Und da meinte Verona Poth zu Recht, dass es doch Feminismus ist, wenn Frauen die Freiheit haben, zu entscheiden, wie sie sich anzuziehen haben. Mhm. Es ist völlig okay, wenn Frauen kurze Haare haben und High-Waist-Hosen tragen. Nein. Oder ob sie jetzt Minirock auftreten und sich schminken wollen. Es darf halt einfach keine Vorgaben geben, genauso wie Männer auch Röcke tragen dürfen oder High-Waist-Hosen. Ja. Das ist völlig okay. Okay, also ich habe das falsch formuliert. Sie dürfen das natürlich. Ja. Aber sie müssen gleichzeitig tolerieren, dass ich ein bisschen Breche im Mund bekomme, wenn ich das sehe. Ah ja. Nein, es ist ein Meme. Ich finde es einfach nicht so ästhetisch. Ich finde Bauchnabel und Bäuche ist was Schönes. Und ich finde, dass die schlankeste Frau plötzlich aussieht, als hätte sie einen kleinen Bauch dran. Was ja völlig okay ist, ja? Nein, High-Waist-Hosen können auch Kurven betonen. Ja, nein. Es ist okay. Das ist ein 3 Jahre altes Leitthema jetzt schon, ja? Ich glaube, wir gucken in 10 Jahren zurück und denken, holy shit, was war denn da mit der Mode los? Holt die 90er zurück. Das denken wir immer so, ja. Jedenfalls finde ich es, also ich als Cis-Mann, als queerer Cis-Mann, sage trotzdem, dass ich es okay finde, dass so eine Figur existiert, so dass man eine Häsin zeichnet, die halt Weiblichkeit zeigt, weil es okay ist. Man darf es ruhig zeigen, man muss es nicht machen. Und es wäre eher schlecht, wenn alle weiblichen Häsinnen so aussehen würden, wenn sie alle weiblichen Hasen zeichnen würden wie die übelsten Tussis, ja. Dann wäre es ein Problem. Ich gehe da völlig mit, ich sage auf der anderen Seite aber auch, ist mir eigentlich scheißegal, ob die jetzt sexualisiert ist oder nicht, also, weißt du? Ja. Es ist natürlich einfach der Move, dass dieser Schritt vielleicht nicht nötig gewesen wäre, aber schlimm ist er auch nicht. So. Nee. Die Frage ist halt, ob das wirklich eine Entwicklung ist, die dann kritisch wäre, wenn es wirklich. Man kann das anhand dieses einen Beispiels nicht abmessen, aber wenn jetzt gar keine sexualisierten Charaktere mehr geben würde, wäre halt irgendwie auch dumm. Ich weiß nicht, also ich als kleiner Junge, ich habe mich darüber gefreut, mich hat das nicht verstört. Ja, das Problem ist vielleicht einfach, dass Hasen eigentlich nicht diese Brüste haben, weißt du? Ja, aber Hasen können auch nicht sprechen. Ja. So, und Hasen gehen, glaube ich, auch nicht aufrecht und so, das ist ja Fiktion. Und auch, habe ich jetzt auch wieder gehört, oh ja, hier und da, die sehen nicht realistisch aus. Ich spiele zum Beispiel gerade Final Fantasy VII Remake. Mhm. Falls ihr PlayStation Plus habt, ich habe das nicht, aber ich habe mich bei jemandem reingezwackt, sag's nicht weiter. Ja. Falls ihr PlayStation Plus habt, könnt ihr das Final Fantasy VII Remake gerade free downloaden. Das ist sehr gut. Und da sind Charaktere drin, die ja, also die wurden halt vor 23, 24 Jahren geschrieben so und
da ist halt auch zum Beispiel die Tifa dabei, die schon immer so, also man hat das damals nicht so richtig erkannt, aber man hat zumindest gesehen, dass sie einen kurzen Rock anhat und so. Mhm. Ja. Die wurde natürlich jetzt 1:1 übertragen, beziehungsweise war zwischendrin auch noch ein Animationsfilm, wo die eh schon so aussah, also man hat das Design jetzt nicht geändert. Und da höre ich mir jetzt halt auch wieder an, so, oh, die hat ganz unrealistische Proportionen, echte Frauen sehe ich, die ist keine echte Frau, das ist so dumm. Dieses Argument ist so dumm. Klar willst du irgendwie, wenn du ein adipöses, schönes Häufchen bist, willst du dich irgendwo repräsentiert sehen. Ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber das heißt nicht, dass jede scheiß Frau in irgendeinem Videospiel jetzt aussehen muss wie du. Das ist dumm. Diese Frau ist nicht echt. Wenn ich echt will, gucke ich auf die Straße. Wenn ich Fiktion will, schaue ich in Fiktion rein. Wenn ich ficken will, gehe ich in Puff. Ist so. Und wenn ich, weißt du, wenn ich Gebrüder Grimm lese, beschwere ich mich auch nicht, dass es da plötzlich eine Hexe gibt, die irgendwie Kinder bäckt. Ja, und dass da nicht Peter oder wer auch immer was dagegen unternimmt. Wieso Peter? Ja, was weiß ich, weil die scheiß Wenzertiere sind. Mit ihrem Essensverschwendung in den Wald rein. Ach so. Ja, weißt du, da kommt doch auch keiner an. Das es geht halt immer so ein bisschen um die Masse, glaube ich. Das ist, du hast recht, in einer einzelnen Stichprobe ist es wie bei dieser Häselin da, bei dieser Bugs Bunny-Frau. Es ist im Einzelnen halt völlig in Ordnung eigentlich. Man kann ja künstlerisch sich entscheiden, wie die Frau aussehen soll und wie sie nicht aussehen soll. Aber es fällt ja schon auf, dass selbst auf Theaterbühnen oder in Filmen und Serien sehen Frauen immer irgendwie total gut aus. Also was man im Mainstream als hübsch betrachtet. Alle sind schlank, haben lange schöne Haare, schöne Augen und so, haben makellose Gesichter. Und das ist halt in der Masse auffällig. Wenn du als Person, also als vor allem als Frau, die jetzt dem nicht entspricht, das immer wieder so Gesicht bekommen, dass immer wieder die Frauen nur dann schön sind, wenn sie so schlank sind, dann kann es einen schon auf die Nerven gehen. Dann fängst du eben an, auch im Einzelnen rumzustochern. Wenn du ein schlechtes Selbstwertgefühl hast und wenig Selbstvertrauen. Naja, was wird dir doch einverleibt dadurch, durch diese Bilder, die hier entstehen? Also ich aus meiner Sicht, ja. Guck mal, ich habe Haarausfall, ja. Ich sag auch nicht, dass ich jetzt hier unbedingt represented werden muss, dass ich überall Glatzköpfe sehen muss. Weil du aber auch nicht diskriminiert wirst oder weil. Na, na. Ja, ja. Na. Na. Ja. Na. Ja. Also Stromberg ist eine große, große Figur im Fernsehen mit einer Halbglatze. Ja, weil der überzeugt halt mit anderen Werten. So. Mhm. Und wenn du fettes Schwein nicht anders überzeugen kannst. Oh Gott. Ich habe jetzt Tino gemeint. Ja. Ich habe im Lockdown sehr zugehört. Nein, ich freue mich einfach, dass wir hier wieder rumsitzen und Stammtisch machen können, Tino. Du machst Nein, Stammtisch. Also der Punkt ist, und jetzt, das war natürlich jetzt hier ein bisschen flachsig, ja, aber für mich ist halt der Gedanke, ist es wirklich so schlimm, dass man in seiner Fiktion und in seinem Entertainment schöne Dinge sehen will? Ja, weil du eben das als schön dann betrachtest und es als schön darstellst. Warum kann denn nicht mal die Schöne in einem Highschool-Film ein bisschen dicker sein? Da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Also die Schönheitsideale waren doch schon immer verschieden. Es gab ja auch Epochen in der Menschheit oder auch heute noch in Kulturen, in denen Frauen, die fülliger sind, ist schön richtig. Sind ja, zum Beispiel. Ne, füllig oder, auf jeden Fall, ja. Und das wandelt sich doch irgendwie auch. Und aktuell und seit vielen Jahren und Jahrzehnten werden halt vor allem Frauen dargestellt, die nur dann schön sind, wenn sie halt schlank sind, riesen Brüste haben und schöne lange Haare und makelloses Gesicht haben. Und man sollte wieder anfangen, so ein bisschen auch mal Leute zu zeigen, die dem nicht entsprechen, weißt du, um dem mal entgegenzuwirken. Kann man doch machen. Man muss es keinem aufzwingen, ja, aber man kann ja durchaus die Meinung vertreten. Also ich verbiete das nicht, ne? Das sollte man da hinstellen. Ich sage nur, in der theoretischen Frage so, ja. Ist es wirklich so schlimm, dass man gerne schöne Dinge sieht? So. Ja, ja, eben, aber was du als schön betrachtest. Man kann ja auch mal sagen, okay, eine füllige Frau zum Beispiel ist auch schön. Das kannst du für dich gerne sagen. Und deswegen, wenn ich ein etwas besetze, irgendeinen Film, dann werde ich auch mal eine Frau besetzen, die nicht typisch als schön ja, angesehen wird. Füllig ist halt auch so ein Wort, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel vom alten Schönheitsideal von der Antike ausgehst, wo die füllige Frauen, die sind ja nicht fett, von denen rede ich doch gar nicht. So. Die sind Kurven halt kurvenreich. Ja, und kurvenreiche Frauen sind auch heute Schönheitsideal. Also guck dir doch Kim Kardashian an, die hat einen völlig absurd fetten Arsch. Ja. Ja?
und wird übelst gefeiert von Millionen. Ich finde es halt super ekelhaft so. Aber ist nicht, also, sie können ja auch so Leute ästhetisch finden, ist doch völlig in Ordnung. Ich persönlich finde das sehr befremdlich. Ja. So, aber viele Leute finden das sehr, sehr gut. So. Ja. Aber, was weiß ich, Mann, Alter, wen gibt's ein berühmtes? Beth Ditto. Kenn ich nicht. Die Sängerin, die auch so eine völlige lesbische. Oh, keine Ahnung. Wie heißt denn ihre Band nochmal? Hab ich jetzt völlig vergessen. Die war auch sehr bekannt. Beth Ditto, kannst du mal googeln. Hella von Sinn zum Beispiel. Ja, ja, ja. Auch eine lesbische dicke Frau. Aber ja, deshalb, wo habe ich denn das gesagt? Im Stream oder so? Weiß ich nicht. Also, die können ja sich auch, guck mal, hier, ich hatte das Beispiel genommen, King of Queens, Doug Heffernan, der an der Stange tanzt und so. Du kannst das halt durch andere Werte ausbalancieren. Doug Heffernan ist keine ästhetische Figur. Ja. Aber es wirkt ja wieder lächerlich, weil er halt so dick ist und das gemacht hat. Es wirkt nicht lächerlich. Er tanzt ja da an der Stange und er macht seine Frau damit heiß, weil er halt das so gut macht. Weißt du, weil er durch andere Qualitäten seinen Sexappeal trotzdem einsetzen kann, sozusagen. Und er ist jetzt keine, und das, ja, ich stehe ja nicht mal auf Männer, ich kann das ja nicht mal bewerten, ja, aber der ist ja jetzt nicht so sportlich, schlank, was auch immer. Aber es ist ein Mann. Das geht, ist ein Mann. Nein, das wie geht mit der aus? Frau genauso. Sie ist wieder voll schlank, seine Frau. Sie, Carrie. Nein, in den späteren Staffeln hat die auch gut zugelegt. Ein bisschen vielleicht. Das, wirklich, es liegt halt an mehreren Faktoren. Es liegt nicht nur an der Optik. Das ist schon alles richtig. So. Aber der ist ja jetzt auch nicht fett. Der ist halt auch... Also ja, gut, er hat auch Staffeln, wo er fett ist, so, doch. Aber ja, in dem Moment. Ist jetzt sehr subjektiv gesagt, was fett ist, aber er war schon sehr, sehr füllig in gewissen Staffeln. Inzwischen ja auch nicht mehr. Wie Axel Stein, glaube ich, der Schauspieler, da auch mal sehr, sehr füllig war und inzwischen auch relativ schlank ist. Es darf doch jeder dick sein. Dankeschön, ist aber sehr nett von dir. Hört ihr da draußen, ihr dürft fett sein. Robin findet euch furchtbar eklig. Nein. Also. Das Ding ist, wenn ich sowas bewerte, dann denke ich ja so an, wenn ich jetzt Sex mit der Person haben müsste, würde ich das genießen. Aber wenn ich keinen, also wenn das nicht passiert, dann ist mir das doch alles egal. So. Ich verstehe ja auch, man kann ja Präferenzen haben und viele Menschen stehen eben nicht so auf Menschen, die halt sehr füllig sind. Das ist halt, aber es ist eben doch wieder so ein Klischee und wieder so ein Schönheitsideal, dem man hinterher rennt und was einem ja vorgegeben wird. Weißt du, ich sehe das ja auch so ähnlich also wie du. Aber ich bin halt ein bisschen vorsichtig, das jetzt als gesellschaftliches Phänomen, was jetzt gerade Trend ist, zu sehen, weil biologisch steht ein Säugetier oder ein Lebewesen nicht auf kranke Geschlechtspartner. Das und ab einem bestimmten Punkt... Nee, das kann ich so nicht unterschreiben, weil wir hatten in meinem Heimatdorf eine Nachbarskatze, die war auch furchtbar fett und die wurde von allen geschwängert. Von okay, allen dann... Ja, und es gab, die kam nie auf die Idee, die Familie die mal zu sterilisieren. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, aber das wird bestimmt hier irgendwie anderthalb Stunden. Nee, ich glaube 22 oder so haben wir angefangen. Ach so, dann ist ja noch entspannt. Ja, also... Ich sehe schon, ich grab mir hier ein Loch, aber wie gesagt, ein Grab. Ich habe nichts gegen Füllige, ich habe auch nichts gegen ein bisschen Dickliche. So. Ich habe generell nichts gegen euch, ihr könnt fett sein, wie ihr wollt. Es geht nur um mein Ästhetikempfinden. So, Punkt. Aber ab einem gewissen Punkt wird es sehr ungesund, genauso wie sehr dünn ab einem gewissen Punkt. Ich könnte das Gleiche sagen zu Germany's Next Topmodel, wo dann irgendwie, weißt du, die Leute, wo die Knochen überall rausgucken. Da bin ich gerade voll drin, leider. Ekelhaft. Ja, ich muss mir das... Also nicht die Frauen, du. Nee, ich weiß. Da stehe ich dazu. Ich muss es mir gerade angucken. Es ist auch lustig, aber die haben ja zum ersten Mal auch so auch Curvy Models, also nee, wie heißt das, nicht Curvy Models? Doch, Curvy, oder? Ja, ich weiß nicht, aber da gibt es einen Begriff Kurvig. Dafür. Curvy Models und auch welche, die klein sind und eine Transfrau ist dabei und so. Oder auch Frauen, die kurze Haare haben, also ganz kurze Haare. Und die geben sich jetzt ein bisschen Mühe, auch mal Diversität zu zeigen. Haben auch Dunkelhäutige dabei und eine Syrerin und so. Eine mit Brandverletzung hier am Arm, am Bein. Also, nein! Ja, ja. Eine Brandverletzung? Eine Brandverletzte. What? Also das sieht zumindest so aus. Ja. Die geben sich inzwischen so ein bisschen Mühe. Ich bin immer noch kein Fan von so Reality-Shows, Casting-Shows, aber es
ist aktuell nicht ganz so furchtbar. Es sind nicht alles abgemagert aktuell beim Topmodel. Was soll ich sagen? Ich bin ja selber auch nicht der. Aber der gewinnen Felix, die? Ne? Das ist halt auch die Frage. Die gewinnen dann wahrscheinlich nicht. Das weiß ich nicht. Also die Gehörlose ist bereits rausgeflogen, aber die war ja auch echt nicht gut. Muss ich mal so objektiv sagen. Weil die nicht auf die Tipps gehört hat von Heidi. Bitte was? ich bin ja auch nicht so der Kräftigste. Ich bin auch ziemlich dünn so und es ist auch nicht gesund, ich weiß das, aber ich... Bist du? Ich bin untergewichtig, ja. Ja, okay. Mein Arzt schimpft immer mit mir, aber ich kann nichts machen. Ich esse ja schon den ganzen Tag. Ich weiß auch nicht, wohin ich das esse, aber es hilft einfach nichts so. Und so gibt es auch Menschen, die halt mehr auf den Hüften haben. Die versuchen ja auch was zu tun, aber es ist nicht so einfach. Es ist ungesund, aber trotzdem kann man ja auch sagen, okay, ich kann daran wenig ändern. Trotzdem bist du auf deine Weise schön und einzigartig. Kann man ja auch mal sagen. Wie gesagt, das habe ich ja versucht mit diesem Tanz von Duck auszudrücken. Wenn diese Leute sich trotzdem in ihrem Körper irgendwie wohlfühlen und sich irgendwie bewegen können, als fühlen sie sich wohl, dann wird das halt damit überspielt, sage ich mal. Aber wenn du halt irgendwo langläufst und vom Treppensteigen irgendwie keuchen musst und, weißt du, keine zwei Schritte laufen kannst, dann sehe ich da nicht so viel Schönes dran. Und dann muss ich auch sagen, eine solche Person als Hauptheldin in einem Actionfilm fände ich dann etwas absurd. Natürlich kann es andere Filme geben. Es kann gerne eine dicke Detektivin geben. Es kann alles geben, ist mir scheißegal. Ich sage nur aus meinem... Oh Gott, Alter, es wird immer schlimmer. Wie wir uns ja auch schon wieder reingegraben haben mit dieses Thema. Aber apropos schöne junge Frauen, Julian Reichelt. Ja, die andere Julia hat auch Geburtstag übrigens. Julian Reichelt, der Bild-Chefredakteur, ist gerade in Bedrängnis. Es bekommen viele nicht mit, weil es nicht in der Bild steht und in sämtlichen Springer-Magazinen und Zeitungen wird es nicht erwähnt, was ich komisch finde. Aber gegen Julian Reichelt wird gerade ermittelt intern, weil er wohl PraktikantInnen, also wirklich Frauen, PraktikantInnen, ausgenutzt haben soll. Wird ihm vorgeworfen, dass er halt seine Macht ausnutzte und dann mit ihnen irgendwie intim wurde, Sex hatte und so weiter. Wird ihm vorgeworfen und hat Auszubildende ausgenutzt. Und deswegen, gibt es gerade Stress für ihn. Ja, das, ich muss sagen, das verstehe ich immer nicht so ganz. Ich werde nie in der Position sein, irgendwie so ein Chef zu sein oder so. Von daher kann ich da gerne diese Leute in Schutz nehmen. Aber das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Pass auf. Folgendermaßen. Wenn du Lehrer bist und ein minderjähriger Schüler, der ja per Definition eher nicht konsenten kann, und du ja in dieser Position bist, so in dieser Machtposition, okay. Aber dieses Chefding, also klar, kommt drauf an, wie es abläuft. Ja, wenn er jetzt sagt, irgendwie, ich feuer dich, wenn du jetzt nicht mit mir schläfst oder sowas, das ist halt uncool. Ja. Das, Julian Reichelt, da hau ich dir jetzt mal auf die Finger. Aber wenn es halt so ein Techtelmechtel und haha, na, hättest du nicht Lust so, und dann haben beide Bock drauf sozusagen, dann finde ich das schwierig zu sagen, dass das was Schlechtes ist. Es geht vor allem darum, dass es interne Ermittlungen gibt gegen ihn, weil es gibt im Springer Verlag oder bei der Bild nur, ich weiß gar nicht, gibt so einen Ehrenkodex sozusagen. Und da muss wohl sowas drinstehen, wie wir nutzen Auszubildende nicht aus, sexuell und ganz wirr. Und dagegen hat er jetzt verstoßen, deswegen wird das ermittelt gegen ihn. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur dahingestellt, ich weiß ja nicht, wie es genau abgelaufen ist. Weiß ich auch nicht, es gibt auch ganz wenig Informationen dazu bisher. Ich bin da nur etwas vorsichtig, weil ich das halt doof finde, da alle in einen Topf, das hatten wir ja schon mal mit Louis C.K. und was weiß ich, Jeffrey Weinstein, die in einen Topf zu werfen, ist halt super dumm, das macht dieses Thema einfach total dumm. Und eine spannende Aussage war vom Springer-Chef, warum man jetzt das so klein hält, das Thema. Ich zitiere: Wir wollen niemanden vorverurteilen. Der Springer Verlag. Witzig, ja. Sagt. Will nicht zu schnell eine reißerische Headline raushauen. Richtig. Vorsichtshalber. Das ist eigentlich die Meldung daran, so, die ich sehr witzig fand. Ja. Was, wo wir gerade von witzig sprechen. Jules hat heute Geburtstag. Gratulation. Danke. Ach so. Was zur Hölle ist denn, was zur Hölle ist denn mit diesem hässlichen Königshaus los? Ja, ja. Also ganz ehrlich, warum? Warum ist das ein Thema? Zum einen, okay, schön, dann habt ihr halt noch euer Königshaus und irgendwie ist das ja, die sind ja nicht nur von England, die das Königshaus, sondern irgendwie von 14 anderen Ländern über die Welt verteilt. Mhm. Noch aus der damals, als aus der guten alten Zeit. Und das ist ja schön für die, aber dass da irgendwie so ein Thema draus gemacht wird, Alter, das ist schlimmer als Bohlen. Der Harry und die Meghan, die sind ausgewandert nach Amerika, weil
sie Beef hatten mit der Familie unter anderem. Und sie wollten auch die Macht nicht antreten, ne? Sie wollten auch die Macht nicht antreten. Und es gibt Rassismus gegen das Kind, weil Harry rote Haare hatte und das Kind könnte rothaarig sein. Und zeitgleich hat Meghan eine schwarze Oma oder sowas. Mutter. Oder Mutter. Und ja, okay. Und es gab wohl das war das Thema diese Woche, Alter. Und ich habe es ganz bewusst ignoriert und es wurde trotzdem. Alter, jedes zweite Meme war irgendwas mit Harry, Meghan, halt dein Maul, Alter. Ja, weil die sind wohl die Thronfolger irgendwann, die beiden. Und es gab wohl im Königshaus Getuschel so ein bisschen. Wie schwarz wird es denn werden, das Kind? Und das fand halt Meghan scheiße, so als Mutter dieses eventuell schwarzen Kindes. Und hatte sogar Selbstmordgedanken und bekam keine Hilfe, weil das den Gepflogenheiten des Hauses nicht entsprechen würde, Hilfe gegen Suizidgedanken zu haben. Geil. Und es macht es nicht besser. Und es hat natürlich alle Hass auf die Königin und auf Prinz Charles und so. Aber von den beiden, sagt Meghan, kam das nicht. Also die Queen hat sich da rausgehalten, offensichtlich, und hat nichts gegen schwarze Enkelin. Die Queen ist so alt, in ihrer Zeit damals gab es noch keine Schwarzen. Da gab es nur Schwarze. Oder so. So alt ist die. Genau. Deswegen ist die nicht rassistisch. Und deswegen ist es ihr egal, offenbar egal gewesen. Aber es gab andere im Königshaus. Ich weiß nicht, was es da noch so alles gibt. Carmella, irgendwie, die so ein bisschen wie ein Pferd aussehen soll, haben sie mal gesagt. Pferdegesicht hieß die lange Zeit. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht waren es solche Leute, die eh schon so ein bisschen unsympathisch in den Medien präsentiert worden sind. Also das Geilste, was aus dieser Sache entstanden ist, ist, dass Piers Morgan, das ist so... Ja, Tucker Carlson sagt dir, glaube ich, nichts. Tucker Carlson ist quasi so mit das Gesicht von Fox News und Piers Morgan ist quasi so das Äquivalent in England. So, ja. Und das ist halt so, ja, so ein, auch so ein Kackebärt, so der immer nur Scheiße labert, alle irgendwie runtermacht und so. Und der hat halt jetzt irgendwie eine Woche lang auf der Meghan rumgehackt, weil der salty ist, weil sie ihn nicht zur Hochzeit eingeladen hat, was ja ihr gutes Recht ist. Und da hat er irgendwie damals gesagt, ich dachte, wir sind Freunde und bla. Und seitdem hat er irgendwie einen Groll gegen die und hat jetzt eine Woche gegen die geschossen. In seiner Sendung kriegt er irgendwie, was weiß ich, 15 Millionen alleine nur für diese Sendung. Krass. Jeden Morgen. Und sein Co-Moderator ist in einem kleinen Rant viral gegangen. Der hat halt 2 Minuten gesagt, dass das gar nicht geht, wie sie halt hier, wie du sagst, Suizidgedanken hat und so. Und jeden Morgen wird halt auf der rumgehackt, immer und immer wieder. Das geht 2 Minuten und dann sagt Piers Morgan in seiner eigenen Sendung, ich höre mir das jetzt nicht an, ich gehe jetzt raus. So. Das heißt, die Leute, die immer sagen, ey, hier, das sind alles Snowflakes und wenn jemand die kritisiert, dann machen die gleich Bubu. Diese Leute sind dann diejenigen, die nach 2 Minuten des leisesten Rückenwinds gehen sich zuerst. Ja, sofort stimmt. Abhauen. Ja. So. Und er aber jeden Morgen, ey, Meghan, die dumme Sau. Das war auf jeden Fall ein sehr witziger Clip, wie er dann rausgeht und übelst Bubu macht. Ja, da kann ich wieder den schönen Vergleich ziehen zu Rechtspopulisten, die auch immer auf Meinungsfreiheit rumpochen so und sagen, Grundgesetz, alle dürfen sagen, was sie wollen. Aber sobald du ihre Meinung nicht gut findest, wirst du beleidigt, gesperrt, blockiert und wirst als Linksfaschist abgestempelt. Snowflake. Ja, aber ganz ehrlich, haut ab mit eurem scheiß Kronzeug da. Kronzeugen. Was ist das denn? Das sind Zeugen, die eine Krone aufhaben im Gerichtssaal. Dumm. Nee, aber echt, ey. Der Gossip über das Königshaus. Alleine, dass ich Harry und Meghan gegoogelt habe und das Erste, was kommt, ist Promi-Flash. Und dann habe ich mir echt so ein Video angeguckt und ich habe gedacht, ich kotze, Alter. Die haben ja so ein Interview mit Oprah gegeben, deswegen ist dieses ganze Ding so viral gegangen und dieses Promi-Flash-Video hat das so runtergebrochen. Und Alter, Ich hätte auch fast runtergebrochen, ja. Alter, ja. Widerlich. Ja, es gibt so Dinge, weiß ich nicht, wenn ich in den Nachrichten so Schlagzeilen lese, wie jetzt Bohlen verlässt DSDS, da klicke ich vielleicht mal drauf, um zu wissen, warum, was ist da los, so, weil da eine Konstante wegbricht, auch wenn es nicht meine Welt ist. Aber wenn es ums Königshaus geht, ja, um die Royals, das juckt mich null. Ich habe es nur aufgenommen jetzt auf die Liste, weil es halt eine Meldung war, eine ganz große, und die viral ging, es gab Memes, und wir für euch berichten wollen, damit ihr euch das nicht einverleiben müsst durch irgendwelche Recherchen. Aber es juckt mich so null und ich verstehe das Prinzip nicht von es gibt ein Königshaus, also eine Monarchie, aber irgendwie auch noch ein Parlament. Das raff ich halt nicht. Auch irgendwie Holland hat das wohl noch und Belgien, keine Ahnung, finde ich alles ganz seltsam. Die dritte Weltländer, ey. Ja. Schlimm mit denen.
Drittes Reich oder dritte Welt? Ist eigentlich das Gleiche. Ja, wenn du mich fragst, ja. Wo wir gerade von königlichen Schönheiten sprechen. Jules hat heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Wer auch Geburtstag hat, ist die Sendung mit der Maus. Echt? Ja. Ich kotze. Warum? Das hat mich nie gecatcht, tut mir leid. Wie alt ist das jetzt? 80 Jahre? 50 Jahre. 50 Jahre Sendung mit der Maus. Und ich war ein Riesenfan. Ja? Ich war echt so ein Kind. Ich war wahrscheinlich zu alt, als ich das überhaupt mitbekommen habe. Und dann ist das irgendwie so. Das hat sich halt angefühlt wie so ein Low-Budget-Comic. So, weißt du? Weil da keine Action war irgendwie. Da ging immer nichts. Es gab den Zahnpasta-Rap. Komm, das war schon actiongeladen. Den kenne ich nicht, den Zahnpasta-Rap. Ich habe echt viel gelernt durch die Sendung mit der Maus. Auch damals so Mülltrennung habe ich da gelernt. Weiß ich noch ganz genau, wie die gezeigt haben, dass man wirklich den Müll trennen soll und Flaschen trennen soll bei diesen Containern. Ich glaube, diese Segmente habe ich gar nicht so wahrgenommen. Da waren so echt Dings-Segmente zwischen irgendwie. War nicht das ist nicht so ein Comic. Ist einfach, eigentlich ja. Ist es eine Wissenssendung, wie, ach so. Die echt okay. Gut war. Siehst du, ist ja völlig an mir vorbei. Ich kannte halt nur diese Animationen immer. Die waren halt die Zwischendinger sozusagen. Ja. Und ich weiß noch, bei mir im Dorf hieß es immer, ja, also ich war immer fürs Flaschen wegbringen zuständig meiner Familie, so als Kind, weil es war bei uns nicht weit. Und da hieß es immer, wirf's irgendwo rein, ist egal, es wird eh zusammengeschmissen im Container. Mhm. Also auf dem LKW dann, habe ich es dann gemacht. Dann kam die Sendung mit der Maus, wo sie gezeigt haben, viele Menschen behaupten, dass die Flaschen zusammengeschmissen werden am Ende, aber halt, es gibt auch in den LKW, gibt es so Kammern. Mhm. Das heißt, die fließen nicht zusammen und es ist wichtig für die Umwelt und auch für die Arbeitenden bei den Flaschenwerken, bei den Glaswerken, dass das getrennt bleibt. Da habe ich dann gesagt, guck mal Mama, ich habe gerade gehört, das ist doch wichtig. Und seitdem trennt meine Familie das Glas. Guck. Okay, danke an die Maus an dieser Stelle. Seit über 20 Jahren. So. Und auch zu dem Thema, was du gesagt hast, dass Comicfiguren müssen keine Proportion haben wie in Wirklichkeit. Das hatten die auch als Kritik bekommen. Warum ist denn die Maus orange? Der Elefant blau, warum ist er so klein? Da hat der Zeichner gesagt, Alter, es sind Comicfiguren, die müssen nicht echt aussehen. Hm. Das war wie bei GTA San Andreas, wo es immer hieß, CJ geht mit Katze zum Friseur und kommt mit dem Afro wieder raus. Warum? Antwort, es ist ein scheiß Videospiel, du kannst machen, was du willst. Ja, schön. Also ich Sendung war Fan. Maus. Der Chris, ich habe auf deinen Tisch drauf gemalt. Apropos orangene Maus, Jules hat Geburtstag. Langsam ekelt es mich selbst ein bisschen an. Also diese Überleitung. Dieses Geschleimer. Ja. Jetzt schreiben Leute wieder Simp. Aber weißt du, wenn Leute Geburtstag haben, kann man denen auch mal gratulieren. Ja. So. Vor allem, wenn es schöne Frauen hier sind. Hier dürfen wir Simp, Simp sagen. Simp, 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 Simp. Das darf man nämlich auf Twitch nicht mehr sagen. Nicht mal mehr sagen? Nicht mehr mal sagen. Ach, okay. Was das ist ja voll Simp-artisch. Ist es halt voll, ne? Was überhaupt nicht sympathisch ist, ist diese Doku über Sexismus im Gaming. Hast du vielleicht gesehen? Ja, nein, von wem? Y-Collective neues, oder so? Nee, Puls-Reportagen. Ah. Ein neues Machwerk von Ariane Alter. Ich will es auch gar nicht zu lange breit treten. Ich erwähne es eigentlich nur, weil Matt Eye irgendwie gesagt hat, ich calle das im nächsten Brennpunkt drin vorkommt. Ah. Und um hier seine Prophezeiung zu vollfüllen. Also es ist irgendwie ein bisschen dumm. Die gehen zu so einer Gamerin hin und sagen, hey, wir zocken jetzt mal irgendwie eine Runde Valorant, glaube ich, und guck mal, wie wir beleidigt werden. Dann passiert das nicht den ganzen Tag. Und dann machen sie den nächsten Tag folgendes Experiment. Einer von den anderen Mitarbeitern beleidigt sie. Hm. Und dann gucken wir mal, ob die Leute was machen. Die Leute machen nichts. Oh, Skandal. Stellt sich raus. Man sieht, dass die über Discord die ganze Zeit reden, dass die anderen Leute es gar nicht hören, was der sagt. Hm. Also es ist von vorne bis hinten ganz, ganz seltsam. Und auch nicht wirklich ergebnisoffen, wenn man sagt, oh, heute machen wir mal eine Doku und zeigen euch, wie schlimm sexistisch Leute im Gaming sind. Das gibt's auf jeden Fall, ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass Frauen da mehr kriegen und wahrscheinlich, oder vielleicht nicht mehr, aber mehr aufgrund des Geschlechts. Ja. Vermutlich, aber weil sich die Leute halt das rausnehmen, wo sie vermeintlich eine Schwäche sehen. Und ich bin der Meinung, dass wenn ganz viele Frauen einfach sofort zurückschießen würden und sagen, du klein schwänziger Spast, halt doch dein Maul, irgendwie sowas, dass das ganz schnell... Small Cock Shaming, Small Dick Shaming. Ja, irgend sowas halt. Weil, ja. Da ist doch keiner rational. Im Gaming beleidigen, ja. Da geht es einfach darum, eine Schwäche zu finden, ob das jetzt ist, hey, du bist ein Noob oder halt, ja, man hört halt an der Stimme, ist eine Frau und dann denkt man, okay, das ist jetzt eine Schwäche. Was natürlich Schwachsinn ist, aber
diese Leute denken das in dem Moment so. Mhm. Wenn jetzt anderweitig irgendwie ein kleiner Junge da spielt und man hört die Mutter im Hintergrund, da wird halt da drauf gebasht. So, das es stimmt, geht halt ja. auf den Schwachpunkt. Mhm. So, und wenn aber die Frauen jetzt zeigen, dass ich eine Frau bin, ist kein Schwachpunkt. Mhm. Ich glaube nämlich einfach, dass viele Frauen dann zu Recht auch natürlich, aber vor den Kopf gestoßen sind, so, und dann halt nicht reagieren. Aber wenn halt der Usus wäre, ey, halt die Schnauze, ich box dich aus der Rüstung, so, mhm. was halt Männer in der Regel eher machen, dass das dann zurückgehen würde. Weil wenn man dann irgendwie, wenn man das Spiel verlässt oder wenn man dann ruhig ist, dann signalisiert man ja, dass das funktioniert so. Mhm. Und keine Schwäche zeigen, Ladies. Direkt auf die Schnauze zurückgeben. Aber es gab jetzt letzte Woche zum Weltfrauenkampftag, sagt man ja, Frauenkampftag, gab es ja auch einige Tweets auf Twitter, die ich gelesen habe, wo auch Leute Experimente gemacht haben. Eins ist mir in Erinnerung geblieben, dass ein Paar beide dieselbe Arbeitsstelle haben bei einem Callcenter. Mhm. Aber nee, es war nur ein Support, technischer Support über Chat quasi. Und sie müssen mit ihrem Vornamen unterzeichnen, die Chatnachrichten. Und die Frau bekam ständig Beleidigungen und sie wäre inkompetent und so weiter. Und es kam jeden Tag von irgendwelchen Männern, wurde sie beleidigt. Und er irgendwie nie bis ganz selten. Mhm. Da haben sie mal eine Woche lang nur die Namen getauscht. Dass er als sie und sie als er unterzeichnet hat. Und dann war es genauso, dass er dann die ganzen Beleidigungen bekommen hat und er wäre inkompetent und Beschwerden und sie überhaupt nicht. Mhm. Obwohl sie genau gleich gehandelt hat, nur mit einem anderen, mit einem männlichen Namen unterschrieben hat. Und das zeigt eben doch auch aus, dass es eine Gleichstellung noch nicht gibt und dass diese ganzen Frauenkampftage und Demonstrationen doch noch sehr, sehr, sehr sinnvoll sind, leider. Ich weiß, du und ich, wir leben das bereits irgendwie aus, so, dass das halt Frauen und Männer gleich sind, keine Frage. Wir in unseren Köpfen ist das schon verankert, aber eben noch nicht bei allen. Und manche merken es auch nicht mal, dass sie chauvinistisch sind oder frauenfeindlich sind. Hm. Manche Menschen. Ich zum Beispiel. Nur dicke Frauen. Nee, ja, das geht doch auch für Männer, aber ich stehe halt nicht auf Männer, von daher ist das für mich kein Thema. So. Also bist du ein Männerfeind? Nein, ich gucke halt nicht, ja. Aber ich gucke halt nicht durch die Gegend und denke mir, oh, dieser Mann, das ist doch, das ist dein Monkey Brain. Dein Monkey Brain macht das doch instant. Du siehst eine Person, du denkst da gar nicht drüber nach, so, aber du... Dein Monkey Brain sagt halt, okay, ist das ein valider Partner oder nicht so? Mhm. Also unterbewusst einfach, keine Ahnung. Das ist nicht ganz falsch, das so. Sehe ich auch so. Und das passiert halt bei mir einfach bei Männern nicht, weil ich Männer nicht so ästhetisch finde. Mhm. Also, sorry, Tino. Ja, und noch zum Thema Gaming zum Beispiel. Ich hatte einmal das Erlebnis, als ich GTA 5 gespielt habe, den Online-Modus, dass ich immer so einen Typen gekillt habe, so einen Spieler. Mhm. Und dann hat er angefangen, mit mir zu reden. Es war halt so eine ganz hohe kindliche Stimme. Hör auf, wie hast du schießen? Und so, und dann habe ich weitergemacht, weil ich es lustig fand. Gerade erst recht, wo er mit mir schimpft. So. Das habe ich in GTA auch gemacht, Alter. Und so dann, Leute gejagt, richtig und mies. Und gerade die Mikrofone hatten so. Ja. Und dann kam irgendwann die Mutter von dem. Hallo, hören Sie auf, meinen Sohn zu verfolgen. Lassen Sie ihn in Ruhe im Spiel. Da habe ich gesagt, ja, wie alt ist denn Ihr Sohn? Der ist 13. Da habe ich gesagt, ich zeige sie an, weil man darf erst ab 18 spielen. Dann ist er sofort geliebt. Geil. Aus der Map. Das war so mein GTA 5 Highlight. Großartig. Entschuldigung, kleiner Junge, aber... GTA Online, das trainiert dich zum Psychopathen. Das ist unfassbar. Das ist echt so. Du denkst halt jedes Mal so, ich mache jetzt hier schön wholesome. Und letztendlich, du jagst immer irgendwelche Leute über die Map. Du machst nichts anderes als Leute schlachten und immer wieder den gleichen erschießen. Und es wurde irgendwann uncool, als dann diese ganzen overpowerten Fahrzeuge kamen, dieses fliegende Motorrad und so. Mhm. Die konntest du gar nicht tot machen, ohne dass du Geld hast. Dann war es langweilig. Und als die ganzen Hacker dann kamen, bei der PC-Version, da habe ich dann aufgehört zu zocken. Habe ich gar nicht mehr so mit. Also ich glaube, bei mir war das ein bisschen früher. Aber egal. Ich wollte hier noch was von der letzten Woche reinnehmen, aber damit wir mal wieder Larifari YouTube-News haben. Ja. Übrigens muss ich an dieser Stelle Mimi mal kritisieren. Ich habe das ja immer gut gefunden, was er so für Videos hochgeladen hat und dass er jetzt auf Instagram ist. Aber auf Instagram macht er nichts anderes mehr als Gewinnspiele. Was ist denn da los? Egal. Anderes Thema. Ein YouTuber mit dem Namen, ich weiß es gerade noch gar nicht, Cymex oder so. Ich weiß es gerade noch gar nicht, Cymex. Ja. Das ist ein bisschen ungriffig. Richtig. Der steht in der Kritik nach wie vor, aber vor einer Woche, also so, ich glaube, kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen waren. Ja, Cymex. Der ist ausgewandert nach Barcelona. Erstmal Bastard, Barcelona, geile Stadt. Mhm. Aber das positive Doppelpunkt, er hat Deutschland verlassen, ist der Top-Kommentar schon mal sehr gut.
Das Video ist völlig unscheinbar. Ich habe das in ganzer Länge gesehen. Die erste Hälfte ist völlig egal. Aber dann fangen sie an, sie klauen einen Einkaufswagen. Das habe ich noch nie gemacht. Das finde ich ganz ungut. Schäbig. Es ist einfach nur schäbig. Naja, ich sage mal so, als hätte ich das jemals gemacht, wäre es halt sehr lange her. Ja. So, und nicht in meiner Volljährigkeit, wo ich ja ein reifer, im Leben stehender, niemals die Gesetze missachtender Mensch bin. Aber der klaut den. Und dann scheißt sein Hund auf die Straße und er wirft das auf Passanten. Im Video. Im Beutel, im Video, ja. Die Scheiße ist im Beutel, aber trotzdem, das ist halt, das ist wirklich so, aus dem Nichts kommt das irgendwie. Also es ist für mich jetzt auch nicht der riesen Shitstorm. Oh, guck mal, mag ich an, mag ich und mag ich nicht, hat er ausgestellt. Die Deutschen können sich nicht benehmen im Ausland. Das ist halt echt, ne? Der kommt da, der erste Tag in Barcelona und scheißt mit Würf rum. Aber sind nicht die ganzen Influencer woanders ausgewandert? Nach Dubai oder so? Dubai, Madeira, ja, ich weiß nicht, Barcelona ist halt geil. Ich mag Barcelona. Das ist die YouTube. Ja, wenn nichts Spannendes passiert ist auf YouTube, dann ist es schon eine Nachricht wert. Das ist eine Nachricht wert, ja. Ja, weißt du warum? Weil Montana Black hat drauf reagiert. Ach so. Gesagt, das geht nicht. Scheiße darf man nicht werfen. Ach so. Schön, dass Montana Black für uns das eingeordnet hat. Man darf Frauen als Hunde bezeichnen, aber nicht mit Scheiße werfen nach Menschen, ja. Ja. Das ist eine gute Moral. Ja. Wer auch eine gute Moral hat... Ist Jules, sie hat heute Geburtstag. Alles Gute und Happy Birthday. Also gestern quasi, alles Gute nachträglich. Und was ich noch als wichtige Nachricht empfinde, die kam gerade erst rein bei mir, Netflix geht tatsächlich jetzt in den USA dagegen vor, dass sich Haushalte Accounts teilen. Und ich kenne jemanden, der auch einen Account teilt mit Leuten, die verschiedene Haushalte sind. Kenne ich nicht. Und da habe ich in der WhatsApp-Gruppe so ein bisschen nebenbei hergelesen, dass sie jetzt gerade protestieren wollen dagegen und wollen wohl Profilbilder hochladen bei Netflix von wegen, wir sind dagegen oder sowas, dass man protestiert, weil Netflix anfangs noch dafür geworben hat, irgendwie mit Freunden teilen und so weiter. Mhm. Jetzt gehen sie halt aktiv dagegen vor. Aber wie ist das? Du hast ja immer so 5 Profile. Genau. Diese 5 darfst du aber nach wie vor aufteilen, oder? Darfst du haben. Aber die sind für den Haushalt gedacht. Das, wenn Mutter, Vater und Geschwister und Oma und Hund haben einen Account, einen eigenen, und können sich nicht spoilern lassen. Das heißt, dann sehen nur sie, was sie schon geguckt haben, ihre Watchlist und so weiter. Aber das geht dann nicht mehr haushaltübergreifend. Das ist das schon. Die wollen, dass man nur noch im selben Haushalt diese Accounts nutzen darf. Weil, und ich weiß nicht, von wem ich hier rede, aber man kann ja auch diese einzelnen Accounts nochmal unter mehreren Leuten aufteilen. Naja, aber es geht auch darum, die IP-Adresse, also soll halt nur an einem Haushalt gewatcht werden. Was blöd ist, weil wenn ich als Tino Ranacher, ja, ich habe einen Netflix-Account, vielleicht, für mich, vielleicht, und wenn ich aber jetzt zum Beispiel Urlaub mache, oder wenn ich zu meinen Eltern fahre, will ich mich da auch einloggen können. Ja. Und dann kann es ja passieren, dass Netflix sagt, halt, du teilst deinen Account irgendwie. Das gibt jetzt Stress. Richtig dumm. Das müssen die irgendwie kontrollieren. Dass sie halt merken, dass es nicht du selbst bist. Weißt du? Ja. Das ist ganz seltsam. Also richtig dumm. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, du hast halt diesen einen Account. Der ist aufgeteilt in 5 Profile. Genau. Und diese 5 Profile kann man meines Wissens nach aktuell noch auch auf mehreren Geräten haben. Das heißt, eigentlich kann ein Account 25 Leute bespaßen. Ja. So. Und wenn das aber jetzt dann, also, weißt du? Nee, ich glaube, man fliegt irgendwann raus. Dachte ich immer. Weiß ich nichts von. Doch, wir hatten das mal, ich habe es mal gehört, bei Freunden, die waren gerade in einem Account drin, haben eine Serie geschaut, dann ist es abgebrochen, weil denen ihre Eltern den Account auch genutzt haben, dann konnte nur einer in das Profil reingucken. Gibt's offenbar auch. Also Amazon Prime, glaube ich, gehen dann noch krasser dagegen vor, die merken das sofort, wenn 2 parallel eingedingst sind. Und das WWE Network ist auch so aufgebaut, dass man nur als einzelne Person rein darf. Dumm. 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 Dann doch wieder illegal. Natürlich nicht. Das war nur Satire, ja. Das ist nur Parodie und Theater. Was auch nur Theater ist, ist Bam Margera. Ah, ja. Hast du das ein bisschen verfolgt? Ich kenne ihn, aber... Ich habe hier ein Video leider noch nicht gesehen, aber ich habe so das Endding. Bam Margera früher, er wird nicht in Jackass 4 sein. Schade. Und hier gibt es so ein halbstündiges Video des Meltdowns, wie es dazu kam. Der hat sehr eigentlich, also eigentlich war der noch nie so richtig auf der Höhe, aber seit sein Kumpel Ryan Dunn gestorben ist, ist es ja eine Abwärtsspirale. Rehab, Abbruch und immer so weiter.
So richtig verfolgt habe ich den nicht mehr, aber ich bin durch ein Video, was auf Reddit geteilt wurde, ein Cringe-Video, aufmerksam geworden. Und da kauft er seiner Frau diverse Dildos. Und es ist ganz, ganz unangenehm. Also ich habe nicht gecringed, würde ich sagen, aber das ist halt so dieses Gefühl von, es wird nicht, es ist nicht mein Kindheitsheld, aber schon halt so, weißt du, irgendwie so eine Person, die du früher cool fandest, so völlig auseinanderflattern zu sehen. Und dann haben die halt so richtig spießige Ehestreit-Themen da, Alter, wie die da so, oh, das ist so... Oh, die werden erwachsen, die Leute, die wir früher cool fanden. Oh, das ist ja nicht erwachsen werden, das ist so, das ist wirklich so richtig spießig, Alter. Der hat ein Rockstar-Leben und dann diskutiert er über so einen sinnlosen Scheiß mit der rum, Alter. Wegen hier, Dildos. Ich habe dir einen extra großen Dildo gekauft, I want you to hurt like you hurt my feelings und so eine Scheiße, Alter. Mhm. Das ist alles so hat er ganz unangenehm. Hat er eigentlich auch eine eigene Sendung, wo er seinen Vater immer so geärgert hat, seinen ganz dicken Vater, der immer auf dem Klo saß. Ja. Dann hat Bam und Jerry immer das Licht ausgemacht im Bad und das war übelst der Prank und so. Ja, oder ist reingekommen und hat ihn einfach im Bett schlafend verprügelt oder so. Ja, genau. Ja, Viva La Bam. Also er war eigentlich schon immer so ein bisschen ein Assi. Ja. Aber während die anderen halt wirklich ein bisschen matured sind, sag ich mal. Steve O zum Beispiel, der ja übelst harter Drogentrophy war, der hat ja den Ausstieg sehr gut geschafft und steht jetzt guten Fußes im Leben. Und wer ist da jetzt in Jackass 4? Sind das noch, trotzdem noch die ganzen alten Leute? Naja, Johnny Knoxville ist ja eigentlich so das Face immer gewesen. Der ist auch der Älteste. Aber die sind doch schon so alt. Die können nicht Sag mehr das von, nicht, Tino. Die können doch nicht mehr von Dächern springen. Warum nicht? Und sich irgendwelche Autos in den Arsch schieben. Klar, das geht immer. Ich calle, dass Jackass 4 total harmlos wird. Das wird so ein Boomer-Humor werden. Die werden sich an die Straßenecke stellen und werden irgendwie ein Auto anpinkeln und dann lachen. Die haben ja nicht nur immer Stunts gemacht, die haben auch witzige Pranks gemacht, von daher. Ja, aber also ich erinnere mich an das mit Wee Man, Alter, wo dann er von irgendwelchen Leuten angemacht wurde in einer Bar. Und dann haben die sich geprügelt, zwei Halbwüchsige. Und dann kommt aber noch ein Krankenwagen, das sind auch Halbwüchsige. Dann kommt noch die Polizei, das sind alles kleine Leute. Mhm. Super witzig. Wie willst du das machen jetzt zur Corona-Zeit, frage ich dich. Ja, das ist natürlich schwierig. Aber in Amerika ist ja egal. Ja, fast. Ich calle, dass es langweilig wird. Ja, was ich auch noch erwähnen wollte, wo wir von dieser hässlichen Lola Bunny geredet haben, Dr. Seuss ist so eine Bücherreihe, die in Amerika ganz groß ist. Das sind so Kinderbücher und so. Und da wurden jetzt 6 vom Verlag selbst runtergenommen. Und da kommen dann wieder Republikaner an und sagen, oh nein, das ist Cancel Culture, halt dein Maul. Ich wollte es nur kurz erwähnen, es ist halt, es ist wirklich leidiges Thema einfach. Die haben sonst nichts zu bieten und deswegen muss es immer dieser Culture War, dieses, guck mal, was die uns wegnehmen wollen. Dabei hat das ja keiner gepressert, die haben von sich aus gesagt, diese Bücher sind schlecht gealtert, wir nehmen die raus, so. Egal. Der Markt regelt, ist doch ihre freie Entscheidung, ob sie das machen wollen. Ist so. Wir hatten noch die Diskussion jetzt öfter mit Freunden, ich glaube hier im Podcast auch schon mal, über die Aneignung von Kulturen, dass ja viele wollen, dass Weiße nicht mehr Dreadlocks tragen und so weiter. Haltet euer Maul. Das geht alles so in eine falsche Richtung, ey. Ja. Ich weiß nicht. Ich verstehe schon, was die Argumente sollen, aber ich finde sie halt, ich weiß nicht. Ich wollte immer, dass... Ich verstehe auch, was die Argumente sollen, wenn Leute sagen, Ausländer raus. Verstehe ich auch, was die Argumente sollen. Faktisch ja, aber wir wollten doch immer eine multikulturelle Gesellschaft haben, wo alle sich beeinflussen, man nimmt sich das Beste irgendwie raus und beeinflusst sich gegenseitig. Es fängt mal wieder an zu sagen, man darf nur Dreadlocks haben, wenn du schwarz bist. Und man führt sozusagen eine Rassentrennung 2.0 ein dadurch. Ja. Das finde ich halt schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe, aber der Unterschied ist von Cultural Appropriation und Appreciation ist, wenn du Dreadlocks magst und dir die machst, dann ist das Appreciation. Wenn du dir aber irgendwie den Kriegerskamm von irgendeinem Indianer selber aufsetzt, den man sich aber in deren Kultur durch komplizierte Rituale verdienen muss, dann ist das sehr gemein diesem Volk gegenüber. Und das ist ein großer Unterschied. Mir wurde auch letztens die Frage gestellt, worauf ich noch gar nicht kam, zum Thema Blackfacing, ob es für mich ein Unterschied ist, ob man sich allgemein blackfaced und willkürlich Schwarze imitiert oder ob man eine bestimmte Rolle spielt, ob man jetzt Bruce Daniel oder 50 Cent oder Jimi Hendrix. Oder Jimi Hendrix zum Beispiel, ob das einen Unterschied macht. Das ist eine echt gute Frage. Ja, finde ich schon. Also es ist halt schwierig, wenn man sagt, man kann Cosplay ist ja immer größer so. Wenn man sagt, weiße Leute dürfen schwarze Charaktere nicht cosplayen, finde ich schwierig. So, weil, also ja, ich verstehe, dass da ein Unterschied ist und Black Lives Matter bedeutet, ja, wir betonen das, was gerade
wo das Problem ist. Und dann müssen wir nicht sagen, alle leben, bla bla bla, ich weiß das alles. Aber so allgemein, wenn wir auf ein Ziel zusteuern, wo irgendwie alle gleich sind, dann muss ja irgendwann das sich einpendeln, dass alle machen dürfen, was die anderen auch machen dürfen. Genau. Und es okay ist. Ja. So. Also man darf natürlich eh machen, man muss halt nur mit dem Konsequenzen. Aber es wäre halt schön, wenn es keine Konsequenzen gäbe. Ja. Weil keinem ist geschadet, wenn ich jetzt irgendwie... Wenn ich Meister Popo fand ich damals wirklich geil, also bei Dragon Ball. Ja, der war cool. Ich habe den übelst gefeiert. Und wenn ich jetzt wollen würde, den zu cosplayen, dann wäre es ja schön, wenn das Leute cool finden, weil genauso habe ich kein Problem, wenn ein Schwarzer dann so ein Goku cosplayt. Das ist mir doch egal. Kann er doch machen, ist doch geil. So. Und ist halt die Frage, der muss sich dann als Son Goku natürlich nicht weiß anmalen. So, würde mich nicht stören. Er kann ja auch eine eigene Version davon machen. Er kann ein schwarzer Son Goku sein, aber Son Goku an sich ist halt nicht schwarz, deswegen, wenn er sich weiß anmalen möchte, ja, do it. So, ist mir egal. Da geht es auch mal so ein bisschen um den strukturellen Rassismus und so weiter, das kann man nicht ganz vergleichen, aber ich weiß, was du meinst und bin auch noch am überlegen, also wenn ihr auch irgendwie, weiß nicht, Tipps habt, wie ihr umgeht mit Blackfacing und ob es für euch einen Unterschied macht zwischen eine Person imitieren oder allgemein Blackfacing betreiben, dann lasst uns gerne wissen. Ich will es echt wissen. Ich finde es echt spannend, weil ich diese Diskussion noch nicht hatte. Meister Popo ist eigentlich ein echt gutes Beispiel, weil der damals auch schon in der Kritik stand, weil der ja so stereotypische Darstellung ist, so mit großen Lippen und so. Bei Pokémon aber, ja auch, Rosana. Genau. Ja auch so, ja. Aber weißt du, als Kind nimmst du das halt nicht wahr. Du hast auch nicht gedacht, guck mal, dieser, so sehen alle Schwarzen aus. Das denkst du doch nicht als Kind. Du denkst dir, okay, das ist Meister Popo, der ist ein cooler Typ, den mag ich. Ja. Fertig. So, deswegen ist es ein bisschen... Naja. Noch eine kleine Meldung. Der Bundestag toleriert jetzt Gendersternchen. Cool. Das fand ich... Irgendwie wusste ich, dass sie das nicht machen. Bisher wurde man wohl immer geköpft, wenn du gegendert hast. Aber inzwischen werden so Anträge und Gesetzesvorschläge nicht mehr korrigiert, wenn da ein Gendersternchen ist. Na dann. Das wollte ich dich nur wissen lassen, damit du nicht mehr einschlafen kannst nachts. Er setzt sich durch, Robin. Es ist progressiv. Du wirst merken, in 20 Jahren wird Gendern völlig normal sein. Wir sprechen uns in 20 Jahren nochmal. Das Problem ist ja nicht, dass Leute das machen. Das Problem ist erst dann da. Also ich will es auch gar nicht Problem nennen, aber der Kritikpunkt ist erst dann da, wenn ich genötigt bin, es zu tun. So. Es können alle reden, wie sie wollen. Es kann auch jemand sagen und damit Frauen meinen. Ist mir egal. So. Ja. Die Frage ist halt, ob er mich zwingt, zu Frauen zu sagen. Ja. So. Und da müssen wir gucken, wie das weitergeht. Werden wir sehen. Bin gespannt. Ich werde weiterhin nicht nur an Männer denken, wenn ich Gamer sage. Ich persönlich. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass für andere Leute das ein Problem ist. Ja gut, Gamer ist auch ein englischer Begriff. Da gibt es eh keine weibliche Form im Englischen. Ist richtig, aber ist ja trotzdem im Deutschen. Also auch wenn ich... Gamers. Kellner. Was heißt ich? Bei Kellner. Das ist halt, ist egal, das ist eine leidige. Da kommt der Kellner, da kommt da so voll die schöne, schlanke Frau ohne High-Waist-Hose. Nein, das sind einfach die Gesamtmasse der Kellner. Gesamtmasse, aha, ist doch eine fette Frau. Ja. So, es gibt noch einen Bericht über die Uiguren, erwähne ich nochmal. Und kannst du deinem Freund ausrichten oder ich kann dir diesen Bericht dann mal schicken. Ja. Denn jeder einzelne Akt in der Genozid-Convention wird gebrochen von China. Wurde da jetzt nochmal offiziell bestätigt. Finde ich gut. Außerdem nochmal was Kleines Positives über den, wie MCM sagt, John Biden. Der sagt nämlich, alles, was an Impfungen übrig sein sollte, weil er jetzt nochmal eine große Ladung bestellt, gibt er an andere Länder weiter. Nice. Das ist doch ein netter Move. Sehr gut. Und das habe ich hier eigentlich nur mit reingenommen, weil das könnte so ein richtig geiler 4D-Schachzug sein. Ich weiß nicht, ob er so clever ist oder sein Team, aber ich stelle mir vor, was bringt die Republikaner richtig auf die Palme? Wenn... Nett sein. Nee, wenn Amerikaner was an Ausländer abgeben. Oh. Und jetzt heißt es, was? Überschüssige Dosen, wenn Leute sich nicht impfen lassen wollen, geben wir ans Ausland ab, rein in meine Vene mit der Scheiße. Ja, aber sofort. Bevor die es abkriegen, ja. Geile Idee eigentlich. Also das stelle ich mir... America first, noch. Auch beim Impfen. Ja. Geil. Joe Biden, Respekt. Das wäre richtig 4D-Schach, Respekt. Alter. Das ist 1000D-Schach, wenn du mich fragst. Ja. Es ist um alle Ecken gedacht, die es gibt.
Ja, in Amerika gibt es nicht so viele Ecken. Ach so. Da wird straightforward. My Guns! Ja, also ich bin durch mit meinem Scheiß. Ja, also ich insgesamt auch. Ich glaube, noch so kleine Minimeldungen mit Corona. Schnelltests sind jetzt irgendwie erlaubt, frei verkäuflich. George Floyds Familie bekommt 27 Millionen Dollar Ausgleich. Das braucht die gar nicht mehr. Die hat von David Guetta einen Shoutout bekommen. Was will die noch mehr im Leben? Was will sie mehr? Und ja... Kennst du den Clip? Nö. Das ist einer der lustigsten Clips aller Zeiten. Ich weiß bis heute nicht, ob das der echte Song ist, der dann da abgespielt wird. Ich will mir die Illusion nicht nehmen. Er sagt halt echt so, ey, ist nicht cool, was da mit George Floyd passiert ist. Und deswegen Shoutout an seine Familie. Und dann droppt halt der Beat so... Und es ist halt irgendein scheiß Hamster-Song. Wo halt, ich weiß es gar nicht. Aber das ist so gut, oh, Alter. Oh, shit. Ja, höhere Corona-Zahlen. Also es schwankt immer mal mehr, mal weniger. Ja. Aber sie gehen insgesamt nach oben wieder. Und es öffnen aber auch immer mehr Geschäfte wieder. Und es gibt Pilotprojekte, wo sich Menschen irgendwie testen lassen. Danach dürfen sie in die Innenstadt und dürfen da quasi einkaufen gehen. Die Schulen haben Präsenzunterricht, alles scheiße. Ich finde es dumm, sinnlos. Wir hangeln uns von Welle zu Welle und immer mehr Menschen sterben. Ja. Wir surfen quasi. Wir surfen, nice. Ja, wir surfen auf der Corona-Zahl rum. Das ist übelst geil. Kann man es auch sehen. Ja. Ja, was geht man in der Woche, du? Wie war die Woche? Ich muss sagen, ich fand die Rettungswagen-Aktion sehr witzig. Mhm. Das war schon ein viraler Hit. Es sind jetzt nicht so die Brecher passieren, muss ich sagen. Ja, aber Bohlen aus DSDS. Ja. Wenn wir jetzt mal vor unsere ZuhörerInnen, die jetzt wirklich ein bisschen assiger unterwegs sind und DSDS schauen, für dieses ein Riesenthema, es ist nicht unsere Welt, aber trotzdem, dann fand ich tatsächlich, die WM-Geschichte brodelt gerade ziemlich. Es wäre dann die erste WM, also meines Wissens, die boykottiert wird von Vereinen und von Firmen. Das wäre richtig krass. Aber es ist wirklich erst krass, wenn sie nicht stattfinden sollte. Aber es brodelt ja schon, weißt du? Ja, ich kann schon die Küche riechen. Ich kann schon den Braten riechen. Tino, da hängt so viel Geld dran. Das wird nicht fallen gelassen. Mhm. Geld ist der Shit. Dann die Netflix-Meldung, finde ich. Ja gut, ist auch noch eine Meldung habe ich noch vergessen. NFT, kennst du? Nee. Non-Fungible Token. Das ist jetzt quasi so ein neuer Trend. Mhm. Digitalisierte Kunst sozusagen. Also du kannst quasi Dinge besitzen, auch Tweets. Doch, hat mir Kalle erzählt letztens. Hat, ja. Okay. Aber jetzt ist da der größte Deal vonstatten gegangen. 69 Millionen Euro für eines. Das ist der drittgrößte Kunstdeal aller Zeiten. Das sind digitale Kunstwerke, ne, die aber nur einmalig verkauft werden, ja, und nicht kopiert werden. Genau, es ist quasi einmalig. Ich guck mal, ob ich hier gerade finde, wie der Typ heißt oder so. Hier, Kryptokunst bei Christie's. NFT von Beeple erzielt 69 Millionen Dollar. Das ist halt echt hart. Das heißt, du hast ein Kunstwerk digital, was keiner sehen darf, außer du. Nee, sehen ja, aber es kann halt nicht reproduziert werden und du besitzt es halt einfach sozusagen. So. Kannst ein Video besitzen, sozusagen. Ach so. Aber stell dir mal vor, du hast ein Bild, so in der Form, hängst es dir auf, jemand anderes fotografiert das und kopiert es dann auf Facebook zum Beispiel. Ist ja möglich. Mhm. Wie willst du denn das verhindern? Oder auch den Film kopieren. Einfach aufnehmen. Nein. Warum? Ich bin nicht hundertprozentig. Also es ist halt. Ich verstehe es halt nicht technisch. Das funktioniert halt ähnlich wie Bitcoin. Da ist halt ein ich bin noch nicht hundertprozentig im Thema drin. Und eigentlich interessiert es mich auch nicht so sehr, muss ich sagen. Aber es ist halt dadurch, dass dieser riesen Deal passiert ist, eine krasse Meldung. Da brauchst du einen Konverter quasi. Krypto zu JPEG und dann kannst du. So ungefähr. Also es ist halt ein einmaliges Ding so. Hm. Aber digital. Digital. Wie gesagt, kannst ja einen Tweet oder ein Video oder so. Und wenn du das kopierst, ist also ein Foto von einem Bild ist ja auch nicht das Bild, ist ja auch nicht das Originalgemälde. Nee. Klar, du hast es dann irgendwie, aber es ist ja nur eine Kopie. Aber ein digitales Bild kannst du ja kopieren durchaus, ohne dass da wirklich viel verloren geht. Klar, wenn du was verschickst und so, geht immer so ein bisschen von der Datei verloren. Wenn es ein JPEG ist, ja. Sowieso, ja, von RAW zu JPEG. Wie wäre es, wenn wir einsteigen in den Krypto-Porno-Bereich? Wir ficken für dich. Nur für dich. Ficken nur für dich. Mhm. Und dann, doch. Darf man das auf YouTube sagen so oft? Jedenfalls, man dreht Pornos, die nur eine Person gucken darf dann. Die nur eine Person kauft und es ist nur dein Porno. Mhm. Doch, ja. Krypto-Porn.
Ich glaube, das heißt OnlyFans, nur halt, dass es da nicht wirklich nur für einen ist. Eben, aber es aber ist Elite OnlyFans, ja, stimmt. Ja. OnlyFans plus. Das stimmt. Und dann halt so ein Video, was sich vielleicht sogar selbst zerstört. Nach dem ersten Orgasmus, ja. Ja. Auch dann, gut. Dann ist es exklusiv. Genieß diese Masturbationsvorlage. Da willst du ja gar nicht kommen. Weil wenn du kommst, dann ist es dann vorbei. Ja. Voll gut. Gut. Die Woche war schon eher schwach. Ich würde auch unter 5 bleiben. Ja. Ich wäre so bei 4,5, würde ich sagen. Wie letzte Woche, glaube ich, auch, ne, oder? Echt? Nee, war das nicht weniger letzte Woche? Ach so, du hast es nochmal hochgedrückt. Ich wollte weniger, aber du hast gesagt hier. Aber 4,5 finde ich gut, weil es ist ähnlich spektakulär gewesen. Für mich zumindest. Also persönlich ist viel passiert, so mit jetzt wegen neue Wohnungen. Lass auf die 5 gehen, weil dieses Bam Majera-Thema, das geht mir ein bisschen nah und es fühlt sich für mich ein bisschen mehr an als letzte Woche. Deswegen würde ich nicht aufs Gleiche gehen. Okay, dann gehe ich 5. Gut. Und es brodelt. Und Jules hat Geburtstag. Stimmt. 11 von 10. Allein dafür eine 11, ja. Und es gibt Gerüchte, dass die Ärzte gerade im Studio sind. Schon wieder. Oha. Aber Tino, da müssen wir ein paar Wochen zurückgehen. Ich habe da im Podcast angedeutet. Ach nee, scheiße. Ich glaube, das war bei, als ich mit Herodes diesen Special-Aufnahme-Dings gemacht habe. Siehst du? Dass nämlich in einem der ganz frühen Interviews schon gesagt wurde, dass die halt so viel Shit haben. Das stimmt. Und ich meine, was wollen die denn gerade machen? Die haben ja eh nichts zu tun. Hm. Haut halt noch ein Album raus. Das wäre krass. Wie könnte es heißen? Statt Hell? Heaven? Dunkel. Dunkel. Ja. Hm. Dark. Hm. Düster. Oder Merkel macht Shisha auf. Hm. Haben wir übrigens letzte Woche gar nicht besprochen. Ne? Dass da kurz vor Aufnahme wurde hier beschlossen, dass wir, haben wir ja jetzt erwähnt, die 35 nicht erreichen. Also scheiß drauf. Wir machen Shisha auf. Mhm. Ja, gute Woche. Ja. Gutes Leben. Hab noch einen schönen Resttag, Jules. Und alle anderen auch. Gute Preise, gute Besserung. Bis nächste Woche. Das war Folge 106, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich denke schon. 107, irgendwas. 100. Irgend sowas. Ich habe gehört, wir haben einen Special Guest in 110. Ich weiß. Geil. Er war mir schon besuchen gestern. Oho. Mhm. Ja dann, liebe Leute, ich höre Musik. Au, au, au. Auchibum. Tschüss. Schmerzen. Schmerzen. Manga-Magazin. Ihr müsst alle gendern. Manga-Magazin.